Die Corona-Lage in Salzburg ist derzeit stabil. Die Impfung wirkt, das umfangreiche und regionale Testangebot trägt dazu bei, Infektionsketten rasch zu unterbrechen. Salzburg passt daher das Contact Tracing den aktuellen Voraussetzungen an. Wir haben sicher jetzt eine andere Situation als vor einem Jahr. Wir haben jetzt nicht nur die hoffentlich bald wirklich warme Jahreszeit, sondern wir haben natürlich auch viele bereits Geimpfte. Wir haben viele Personen, die die Erkrankung schon durchgemacht haben, wo wir ja doch hoffen, dass zumindest eine Zeit lang ein gewisser Schutz vor einer Neuinfektion besteht. Und aus unserer Sicht ist es legitim, dass wir Personen, die einen KP2-Kontakt nur hatten, zu einem Indexfall, wenn diese geimpft sind und genesen sind oder Antikörper haben, dann müssen wir diese Kontaktpersonen 2 nicht mehr zwingend verkehrsbeschränken. Das heißt, es wird eine Erleichterung für die geimpften, Genesenen und Antikörperträger geben, wenn sie einfach schauen, dass sie im privaten und im beruflichen Umfeld maximal einen KP2-Kontakt erzeugen. Im Wesentlichen erwarten wir einen Sommer wie letztes Jahr und das würde dann natürlich ein sehr niederschwelliges Contact Tracing mit sich bringen. Und ich glaube auch, dass uns die Impfstrategie insgesamt helfen wird und zu einer Gesamtstabilisierung und damit Rückkehr zu einer weitestgehenden Alltagsnormalität beitragen wird. Bleiben aber trotzdem wachsam, weil wir natürlich schon erkennen, dass die Öffnungen, der gesamte Schulbetrieb, der seinen Routinebetrieb wieder aufgenommen hat, doch ein gewisses Risiko darstellt, dass es hier zu neuen Infektionsketten kommen könnte. Im Wesentlichen hilft uns hier ganz, ganz toll die Teststrategie, weil man wirklich sagen kann, dass damit eigentlich kaum noch ein Positiver im Verborgenen bleibt. Durch die hohen PCR-Testkapazitäten, die wir fest vorhalten, sind wir auch durchaus imstande, sehr rasch ein gutes Gesamtbild zu haben. Und diese sind eigentlich die Grundlagen, die uns helfen, diese Situation weiterhin in den Griff zu bekommen. Insofern appelliere ich natürlich, dass man bezüglich der Selbsttests beispielsweise wirklich bekannt gibt, wenn man ein positives Ergebnis hat oder auch wenn man befragt wird nach Kontaktpersonen, dass man einfach wirklich wahrheitsgetreu sagt, wie nah war der Kontakt. Denn es wird sich unweigerlich rächen, wenn da viel sozusagen nicht der Wahrheit entsprechend angegeben wird, dann werden die Fallzahlen wieder steigen und leider auch dann wahrscheinlich wieder die Hospitalisierungszahlen.